Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. So, wir müssen jetzt mal schauen. Wo sind wir denn stehen geblieben? Wir müssen warten, sprechen mit der Hohepriesterin. Okay. Da müssen wir noch was kochen. Wir warten jetzt einfach mal, bis die Zeit etwas schneller rumgelaufen ist, um mit der Hohepriesterin im Prinzip zu sprechen. So, wir können mal ein bisschen Holz sammeln. Wenn ich überlege, wie ich am Anfang Probleme hatte, Holz einzusammeln, das ist ja jetzt mittlerweile gar kein Problem mehr. So. Okay, es braucht noch einen kleinen Augenblick. Dann angeln wir einfach mal kurz. Ein neues Rezept. Das nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt haben sie auch alle mal angebissen, ne? Sehr gut, neues Rezept. So, wir gehen schon mal langsam hier hin. Hier können wir noch die ganzen Holzsachen mit einsammeln. So, hier stellen wir wieder die Uhrzeit um. So, sie müsste jetzt eigentlich mal so langsam kommen. Da ist er. I brought the incantation to call a new witch from Wesley, High Priestess. Well done. Ah, we will need a giant lotus. I believe I've seen it pass the second pillar in the gloaming. If Tara's going back in the gloaming, I'm going with her. Very well. Let me know when you're ready, and I will place a keystone to open the second pillar. Yeah, okay. Let's go. I'm ready to go past the second pillar, High Priestess. Very well. Novice and Herbalist, take your places on the portal. Ah, look at all the sparkly flowers! You really are a magpie, you know that? Ah. Wir haben natürlich jetzt auch nicht mehr so die beste Energie. Müssen wir gucken, ob das reicht, ob wir hier irgendwo. Ach, seht ihr? Das sind diese Pflanzen, die wir nämlich brauchen. Oh. Tara, look! Another Echo Blossom. No one seems to be taking Shelby's prophecy seriously. Lena and Giacomo just want to keep the town from finding out about us. Arno and Kaya are too busy planning their move back home, and Hazel seems distracted lately. But I can't forget what Shelby said. A daughter of the Coven will be in mortal danger. I will protect Violet, even if I have to do it alone. There was a prophecy? About me? Why didn't anyone in the Coven tell me? It really is my fault she came in here. She was trying to protect me. You can't blame yourself, Violet. It is not your fault. You were just a kid. I'm going to find her, Tara. No matter what, I need to know what happened.
looks like I'm all out of juice. I'll need to brew more spirit flame to get through here. Geisterflamme. Okay, warte mal. Was ist mit Geisterflamme gemeint hier? Ah, jetzt haben wir immer noch die Wahl zwischen zweien. Okay. Ah, nee, okay, da müssen wir irgendeinen Trank herstellen. Geisterflamme. Alles klar. Na, no, mit dem haben wir noch gar nicht geredet. Kim helped me make some plates for Sophia and Juliet, and we dropped them off the night of the winter feast. That was really thoughtful of you. Well, we didn't want them to feel like the whole town forgot about them. So, ich habe das Ganze mal ein bisschen lauter gemacht, dass man mehr hört. Great. Now we're completely trapped on an island with a bunch of people who actually thought my mom might be a witch. Awesome. Hier ist Geisterflamme. Kupferessenz. Die braucht 4 Stunden. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal schlafen. Oh, es ist fertig. Parker, it looks amazing. Thank you so much. My pleasure. Hey, think you might plant some marigolds? We sure could use a burst of sunshine around here. Here's some seeds I found left over from last summer. Hier vielleicht ein bisschen zu laut. Machen wir nochmal. Gucken wir mal so. Ach, jetzt brauche ich gar keinen. Ich brauche ganz schnell Baumwolle. Baumwollsamen. Die läuft schon wieder so langsam, ne? So, wir gehen gerade die Tiere füttern. Bis gleich. So, wir waren jetzt fertig mit den Hühnern. Dann habe ich jetzt schon mal hier diese Geisterflamme angesetzt. Ich will mir natürlich jetzt Baumwolle kaufen, weil jetzt müssen wir nicht warten, bis Sommer ist. Ich hoffe natürlich... Das, ach, sie hat sogar schon offen.
Are you going to run out of things to sell, Lena? Oh, I keep stores in the basement just in case there are regular ferry delays. I never thought it would go completely out of service, though. Baumwolle? Ich sehe keine Baumwolle. Gab's Baumwollsamen? Können hier mal 4 von verkaufen. Habe ich das bei dem anderen geholt, die Baumwolle? Freitag ab 10, okay. Müssen wir mal gucken. I really miss having Sophia at the Winter Feast. I'm sorry. I know you two are close. Well, Dad and I had a killer hangover after. Her omelets usually fix me right up. Ach, guck mal, hier stehen sogar die Uhrzeiten. Obala. Das sieht aus wie Milch. Theoretisch kann man das auch so erraten, wenn man sich so ein bisschen die Formen anguckt. Wäre auch nochmal so eine Idee. Was wollte ich denn jetzt gucken? Hier, ne, Magie. Hier. Wo ist denn Baumwolle? Baumwolle, der im Sommer wächst. Oder weil das vielleicht einfach heute nur nicht in ihrem Inventar ist. Reis. Schwierig. I think I made too much food for the winter feast. I've been eating leftovers for days. I've made beef stew, beef empanadas. Are you trying to make me hungry right now? Sorry. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor.
Aber wo hatten wir denn die Baumwollsamen gekauft? Ich find's schwierig. Ach hier, mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen heute. Say, do you think Fairy smashed up the fairy? That's fun to say. Sebastian has been hanging around on the beach a lot more lately. Juliet too. I get it. Town Square feels like a pressure cooker these days. Okay, wir müssten die mal irgendwo anders sehen. Ach, man kann hier sogar Lederkram kaufen. Ich finde es schwierig, ja. Ja, warte mal. Vielleicht war es auch im Blumenladen, wo ich Baumwolle her hatte. Kann das sein? Weil das ist jetzt so das Einzige, was mir noch einfällt. Tara, hey, got a sec? Sure. What's up? Your winter present, that's what? I'm your gift giver. Whoa, what is this? I was sorting through some bags of my mom's old stuff. I've had more energy to do that lately. And I found a stash of herbs, gems, essences, the works. They must have been from her sanctum. Without you, I never would have found the echo blossoms or seen mom's face. So, I wanted you to have some of her stash. Violet, are you sure? Totally. And if you're still worried, you can thank my mom when we find her. Oh Mann, ich dachte, das finde ich hier die Baumwolle. Aber wo konnte man die denn noch mal kaufen? Mein Gott, es gibt so viele Designs. Guck mal, man kriegt immer mehr, wenn das gerade im... Ah, verstehe. Wir gucken gerade mal. Kleinen Moment. Bin wieder da. Und zwar... Die können wir angeblich bei Thomas kaufen, die Baumwollsamen. Wir gehen mal zu Thomas und gucken. Hoffentlich ist er auch hier, ja. Hat sogar ein Ausrufezeichen.
having a nice day? There you are. Been wanting to talk to you. That offer to buy my place I mentioned before? Well, whoever it is, they've stepped it up. Got more letters in the mail, seen tracks around the farm that aren't mine. What about you? Has anyone offered to buy your farm? Any idea who it might be? Ich würde auch nie verkaufen. No, but I would never sell anyway. My farm stays in the Wild family. Good for you. Always amazed how some folks will just throw away their history. Just keep your eyes and ears open and don't trust anyone, especially newcomers. What about me? I'm a newcomer too, Thomas. Nah, you're an islander now, Tara. And we have to protect this place. Cool. Ach, hier. Sojabohnen, Baumwolle. Nicht schlecht. Ich habe gerade eh kein Geld, fällt mir auf. Ha. Okay, das heißt, wir bauen jetzt erstmal Baumwolle an. Damit wir da mal vorwärts kommen mit unseren Klamotten. Weil ich will ja schon das voll kriegen. Also schwarzer Stoff, schwarzes Leder, schwarzer Seidenfaden. Schwarzer Seidenfaden. Ah, das dauert auch wieder eine Weile. Und wie lange? Eine Stunde. Okay, das geht schnell. Warte, was war's noch? Das machen wir jetzt. Rotes Leder, schwarzer Stoff. Zweimal Leder, okay. Schwarzer Stoff. Aber das Gerbermittel, das können wir tatsächlich mal herstellen. Achso, da läuft das hier noch. Okay. Gut, gut. Wir holen uns jetzt aber ganz kurz erstmal hier in der Mine das von meinen kleinen Minenarbeitern ab. Dann warten wir jetzt einfach, bis unsere Wolle hier mal fertig ist oder unser Seidenfaden bezüglich. Apfelsaft. Können wir mal herstellen, haben wir noch nicht gemacht. Also man kann ja schon viel selbst machen. Das bietet etwas schneller. Weil ich so eine Färber-Dings. Nochmal stelle die Hexenformel. Ja, warte. Wir machen jetzt erstmal hier das. Dass das dann nochmal gefärbt werden kann. Schwarzes Leder, schwarzer Stoff, rotes Leder.
Gut, es dauert jetzt eine Weile. Wir gucken mal, was wir noch dafür brauchen. Goldessenz und die Riesenlotus. Gut, dann setzen wir jetzt erstmal hier unsere Baumwolle rein. Da haben wir auf jeden Fall erstmal ordentlich Stoff. Da ist es ja theoretisch jetzt egal, zu welcher Jahreszeit wir irgendwas anpflanzen. Da kriegen wir das ja auch im Prinzip so. 7 Tage ist schon lang. Stunden 30. Wir gucken gerade mal bei denen in den Läden vorbei. Wesley has been pacing back and forth like an animal, even when he's in his human form. I think he is, what is that expression? Stir crazy. Ach so, ich habe kein Geld mehr. Mein Gott. Ich habe also absolut gar kein Geld mehr. Oh, it is so cold in Fairhaven today. I got snow in my boots. Oh, the snow will stop in a day or two, yes? I know. It feels like a second to you. But no pain feels more eternal than wet socks. One of the few perks of my condition is that I'm rarely cold. Even now, all that extra hair is great for trapping heat. Okay, ihn müssen wir also irgendwo antreffen. What is that exactly? Oh, this old thing. It's my latest attempt at a climate regulation machine. This is my 37th attempt. One day I'm gonna get this right. But the weather in Ravenwood Hollow is always perfect. Why do you want to change it? Oh, no! the machine's for Fairhaven. You folks spend so much energy trying to change the seasons. I want to help! Oh, it's so generous of you to help us. Ah, thanks. Well, you know, we might technically live in different places, but we're all connected, right? Right. Us goblins didn't always make our homes in Ravenwood Hollow. Did you know that? Someday, I want to know how it feels to live out where you are, away from Ravenwood Hollow. You can come visit me. Just give me a heads up first, and make sure there are no other humans around. It's hard to explain someone appearing out of thin air to non-witches. Oh, horse feathers! I never remember that. I know, Zephyr. I know. Ah, wir sind jetzt Freunde. Okay. This is going to be fine. Just don't have an accident that requires an MRI or blood work for the next few weeks, okay? I'll, try my best not to do that. Na los, wie lange brauchst du noch?
Okay, dann müssten wir vielleicht doch mal die Zeit auf normal stellen. Dann gehen wir abends noch zur Hohepriesterin. Ich bräuchte halt mal so langsam den Trank hier. 2:20. So, ich würde einfach sagen, wie es weitergeht, seht ihr auf jeden Fall erst wieder in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar für mich unter dem Video da. Und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt, denn dann werdet ihr immer schön daran erinnert, wenn es von mir neue Videos gibt. Ansonsten würde ich sagen, bis ganz bald. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.